Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11 3. Team Ogre greift an. Und ich hoffe, endlich passt mal wieder die Audioqualität, denn ich glaube, bei den letzten 4-5 Videos, die ich aufgenommen habe, ist immer irgendwas mit der Audio schlecht gewesen, weil es einfach so leise war. Und wenn man es von leise lauter macht, hört es sich immer ziemlich blöd an. Deshalb habe ich mir gedacht, nimm mal lieber richtig laut auf und mach es ein bisschen leiser, dann müsste es passen. Gut, so, das letzte Match gegen Neo Japan haben wir ganz gut geschafft. Die haben ja auch die ganzen Mannschaften drin. Zack. Auch Neo Japan ist hier vertreten mit den ganzen Spielern. Wenn man es abwerben will oder so, steht alles da. Und ja, das war nur ein kleines Nebenspiel. Aber das Finale der Japan-Ausrunde, der Asia-Auswahl-Qualifikations-Vorrunden-Dingsbums, steht noch bevor. Und ja, da ist es wieder ein bisschen trainieren. Also, optimiere deine Techniken, sprich mit Sylvie. Bist du bereit, Marc? Jupp. Klasse. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Training. Vielen Dank. Die gehen ja ab. Hartes Training ist gutes Training. Stoutberg und Frosty. War wohl nix. Ich hab schon wieder vergeigt. Tut mir leid, Stoutberg. Mit solchen Aktionen bin ich einfach nicht vom Nutzen. Ja, wir versuchen ein paar Zweiertechniken auszuprobieren, unter anderem auch Frosty und Stoutberg. Aber das packen wir schon irgendwie. Entspann dich ein wenig, mein cooler Freund. Wir haben doch gerade erst angefangen. Auf, Frosty. Nächster Versuch. Genauso wie diese beiden. Das sah aus. Nix. Die beiden passen auch irgendwie nicht so ganz zueinander, finde ich irgendwie. Da ist Kane doch ein bisschen zu aufgedreht. Also Hurley oder Kane. Was denn, Mann? Steht ja nicht so rum, Mann. Wir versuchen ein Tor zu erzielen. Kapiert? Kopf hoch und Augen auf. Kopf hoch? Deswegen hätte sie mir gerade fast abgesäbelt. Los jetzt, Mann. Wir versuchen es noch einmal. Alle Stürmer. Hey, wo ist denn eigentlich Axel? Er ist nach Hause gegangen. Er sagte, er hätte was zu erledigen. Echt? Aber ich dachte gerade an etwas total Tolles. Er wollte ihm davon erzählen. Etwas total Tolles? Echt? Was denn? Das ist etwas zwischen mir und Axel. Alles klar. Hier komme ich! Guter Schuss. Ihr macht ein Kopfballtraining. Das sieht man mit diesen ganzen Schädelcharakteren irgendwie so. Irgendwie total süß, aber irgendwie auch ein bisschen dumm. Na gut. Sehen sie voll rein. Doch das überrascht mich nicht. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, haben wir jetzt endlich die Hauptrunde erreicht. Ja, im Entscheidungsspiel geht es gegen Korea. Stimmt's? Ah, kommt jetzt auch schon raus, habe ich schon ganz vergessen. Das stimmt. Man kennt sie auch unter dem Namen Fire Dragon. Sie sind wirklich bärenstark. Aber im letzten Spiel haben sie Saudi-Arabien mit 14-0 vom Platz gefegt. Eine wahre Fußballmacht. Sie haben Saudi-Arabien mit viel Toren Unterschied besiegt. Aber die Saudis sollen doch so gut sein. Das wird echt nicht leicht. Ach, das wird schon irgendwie. Genau. Ach, das wird schon. Marco und die anderen können das schaffen. Ich weiß es einfach. Ich glaube nicht. Super. Das sieht gut aus heute. Wenn wir ein taktisches Entscheidungsspiel so spielen wie heute, wird es ein Spaziergang. Ein Spaziergang? Ernste Worte. Ihr denkt ernsthaft, dass ihr gewinnen könnt? Aber selbstverständlich, Trainer.
Hast du aus dem Neo-Japan-Spiel gar nichts gelernt, Evans? Doch, dass wir besser sind? In eurer momentanen Verfassung werdet ihr nie und nimmer den Thron erreichen. Kostet das Spiel aus. Gut möglich, dass das euer letztes sein wird. Der Trainer? Kommt mal alle her, Leute. Für heute ist das Training vorbei. Oh. Wieso rennt Philly da hin? Er spielt doch eh nicht mit. Kami? Puh. Endlich was zu futtern. Ich bin schon ganz kraftlos vor Hunger. Und ich bin immer hungrig. Dann solltest du richtig reinhauen, wo ihr seid. Du wirst für das beinahe Training morgen viel Energie brauchen. Ich glaube, jetzt habe ich meinen Appetit wieder verloren. Das kann gut sein. Er sagte, wir werden es nicht schaffen. Aber warum? Ist meine magische Faust nicht gut genug? Was wollte er mir damit sagen? Wird jeder zusammenspielt oder so? Sind doch ein paar seltsame Grüppchen. Jetzt habe ich's. Ich brauche einfach eine stärkere Spezialtechnik. Eine noch stärkere als die magische Faust. Oder doch nicht? Oder was anderes? Keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt kann ich nur noch eins tun. Zum Turm gehen und dort so lange trainieren, bis ich die Lösung habe. Das ist die Lösung aller Probleme. Vater, was du vorhin zum armen Mark gesagt hast, worauf wolltest du hinaus? Auf genau das, was ich ihm gesagt habe. In ihrer momentanen Verfassung werden sie nie und nimmer die Endrunde erreichen. Bitte, du musst es mir sagen. Was genau müssen sie machen? Ich kann es nicht ertragen, Mark so zu sehen. Ich muss etwas unternehmen. Ich bin doch eine ihrer Managerinnen. Oder etwa nicht? Ah, es finde ich irgendwie ganz schön, dass ich doch die Schattenedition gespielt habe, wo sie später meine Frau wird. Ich hoffe, das ist kein großer Spoiler, denn das hat vielleicht schon der eine oder andere von euch gesehen. Also, das ist bei der Schattenedition meine Frau. Bei der Lichtedition ist es dann Nelly. Die auch der Zocke, die Lichtedition, da war ich auch schon bei den ganzen Szenen. War schon ein bisschen komisch zu sehen, dass da auf einmal eine andere Frau war. Ja, Mark der Playboy. Aber ich muss sagen, Cammy ist schon ziemlich süß. Deshalb auch die Schattenedition, weil, ja, da ist sie meine Frau. Bei dieser Sache kannst du ihm nicht helfen. Aber ich will ihm helfen. Ich liebe ihn. Ach, Mark. Du Arme. Du kannst jetzt zum Turm gehen. Ging das davon noch gar nicht? Okay. Axel hat das Team für eine Weile verlassen. Weil er keinen Bock hat, erfindet im Turm eine stärkere Spezialtechnik. Sagt sich leicht, aber das kriegen wir schon gehen. Wäre doch gelacht. So, jetzt können wir zum Turm gehen. Übrigens, was ich auch noch gar nicht gesagt habe, das wird das erste Video sein, was ich mit meiner neuen Software mal... Ja, jetzt kann man sagen, dass ich es da schneide. Zuvor hätte ich gesagt, dass ich es render. Aber, ja, wie schon gesagt, ich brauche für mein Inazuma 11 Ultimate Projekt, wo ich verschiedene Effekte reinbaue und verschiedene andere Sachen probiere, neue technische Möglichkeiten, brauche ich einfach eine neue Software, wo ich auch ein bisschen was machen kann. Vorher ging da überhaupt gar nichts. Das ist schon relativ kompliziert, da den Hintergrund so hinzuzufügen und alles. Da ist das schon eine kleine Meisterleistung. Oh, die Knipser. Oh, den kenne ich noch, genau. Odds und Gambits. Die sind wohl noch ganz bekannt. Also wie gesagt, endlich mal die neue Software. Die wurde vor einer Woche, vor einer Woche konnte man schon die Demo-Version davon runterladen, die Testversion, die einen Monat lang geht. Die habe ich jetzt seit gestern, also habe ich noch 29 Tage, um die Pferdturnieren zu prüfen. Denn die ist nicht gerade so billig, aber ja, schlecht ist es so oder so nicht. Wer weiß, wie es dann später bei mir aussieht mit den Videos. Vielleicht mache ich irgendwann mal später Vlogs oder sonst irgendwas.
Und die mir ist ja schon, ja, nicht schlecht, wenn ich da auch ein bisschen mehr Profi-Zeugs habe. Und das ist so eine kleine Trockenübung mit so einem relativ einfachen Spielchen gar nicht mal so schlecht. So, wo muss ich gar nicht lang? Hier oben muss ich lang. Aber wenn ich schon mal hier bin, würde ich erstmal nach Kisten gucken. Oh! Was haben wir denn da schon? Das Karte von Nara erhalten. Ich muss mal gucken, ob es eine... da bin ich schon mal komplett falsch. Umgebungskarte. Oder verwende ich diese Karte, um nach Nara gehen zu können? Okay. Das mache ich dann gleich. Wenn Nara nicht mehr kennt, ohne Katze. Nicht alle Spieler können abgeworfen werden, indem man gegen sie spielt. Die Guten sind schwerer zu haschen. Oh ja. Manche können sich den nur via Sweetpass oder die Suche über Bekannte anschließen. Da erinnere ich mich ziemlich gerne an... Erst mit dir quatschen. Willst du ein paar Infos zum Ogre... zu Ogre Premium Items? Na, dann wurden aufgesperrt. Weißt du noch, wie du in der Summer 11 1, 2 und 3 die ersten Spiele über Bekannte umgeworben hast? Jo. Wenn du alle drei Spiele beisammen hast und dann den Ogre Premium Link verwendest, erwartet dich eine tolle Überraschung. Alle drei Spieler? Nicht alle drei Spiele? Die ersten Spiele über Bekannte? Okay, keine Ahnung, muss ich mal nachgoogeln. Da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich, wer ihn vielleicht kennt, das drauf von der Unterwelt Armee Z. Das ist die Spezialmannschaft von der Expositionsversion. Da habe ich dann Destra abgeworben und es war unglaublich schwierig, aber ich bin verdammt schon, dass ich ihn habe. Echt ein sauguter Spieler. Weiß nicht, ob man ihn hier auch irgendwie bekommt. Bei diesem Spezialding. Psst. Gleich wird's richtig spannend. Ach, da muss man doch einfach drin schmelzen. Jemand seine Liebe an einen See zugestehen. Ist so romantisch. Ich habe nichts. Ich bin komplett pleite. Aber sobald ich mein Taschengeld kriege, bekomme ich es zurück. Versprochen. Bist du eine Prostituierte oder so? Na, wird's bald? Gib mir sofort mein Geld zurück. Ich habe so einen Hunger. Und ich will mir ein belegtes Brötchen kaufen. Ja, sehr romantisch. Und ein Match, sorry. Das machen wir noch schnell. Gavin Chase, Basehead und Kämpfer von den Torgaranten. Gut, die kenne ich jetzt weniger. So, diesmal da Vollzeit einen reinhauen. Dann gucken wir, ob er schusskraftmäßig gut genug ist. Aber ich denke schon. Jupp. Super. Das kriegt sogar ein Verteidiger hin. Wir sind eh schon hochgelevelt. So. Training bringt hier sehr viel. Nicht mal ein Spiel oder so. Nö. Gut. Dann schauen wir ein bisschen... am Türmchen erstmal die Kiste. Hallo? Jo, geht. Fähigkeit Schwalbe. Lass mal gucken, was das nochmal war. Die Fähigkeiten sind für mich alles noch ein bisschen Neuland. Bei Technik ist das. Mal hier gucken. Schwalbe. Beeinflusst das den Schiedsrichter zu deinen Gunsten. Freistoß für dich. Ah. Aber nee. Lieber nichts. So, dann gehe ich noch später hoch. Erstmal ein paar Matches machen. Das Wühlende dabei von den Knipsern. Dann werde ich bald das Licht ausknipsen. So. Gehen wir nach oben, Stoutberg. Zack. Und du brauchst auch noch eine Schusstechnik. Muss ich auch mal dran denken. Aber. Der geht durch. Woo! Das hat er gut gemacht. So. Oh, blaue Münze, neues Level. Läuft bei euch. So, hier ist eine Kiste, genau, das wusste ich noch. Mit einem Kampfkunststollen. Wird wahrscheinlich noch von der Cloister Divinity sein. Das waren eher so Kampfklosterbrüder. Noch ein Match. Normalerweise könnte ich jetzt in meiner neuen Software auch was rausschneiden.
Mache ich das? Ja, warum nicht, wenn ich es kann? Also, bis gleich. Und da sind wir wieder. Der erste Schnitt. Cool. Und wir haben jetzt eine neue Spielerin. Dachte mal das nämlich doch mal auf. Carol Chanter. Ein Karaoke-Fan, der Tag ein, Tag aus Klassiker zum Besten gibt. Aber die Werte sind nicht gerade so geil, aber... Ja, warum nicht? Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Und Staubblock hat gerade magische Wand gelernt. Oder? War das nicht Staubblock? Da. Genau. Magische Wand. Verteidigungstechnik Kombi mit Himmelshand nur für Große. Also eine Zweitechnik mit Mark. Ach, wie süß, ein altes Pärchen. Hallo. Bei 4x4 Spielen kannst du einige Techniken überspringen. Drücke dafür den A-Knopf oder berühre den Bildschirm. Dies kannst du dazu nutzen, um dir mehr Zeit zu verschaffen, wenn du versuchst, den Gegner den Ball abzunehmen. Wenn du doch einfach nur am Ballbesitz bleiben kannst, kannst du die Technik richtig spielen. Schlau, oder? Haha. Oh ja. Da gehen wir seit Jahren endlich mal wieder aus. Und was macht der alte Holzkopf? Redet die ganze Zeit nur über Fußball. Ja. So, ab nach oben und ein bisschen erfinden. Ein bisschen den Kopf frei kriegen. Oh, das Excel. Hallo. Da ist er ja, der Schlingel. Excel, du bist ja auch hier. Ich hätte dich fast nicht gesehen. Oh, Mark, du bist es. Sagtest du nicht, dass du etwas zu erledigen hattest? Bist du damit schon fertig? Ja, klar. In Ordnung. Herr Excel, stell dir mal eine Spezialtechnik vor, die noch stärker ist als die magische Faust. Wie sähe die aus? Trainer Travis hat uns gesagt, dass wir nicht gut genug sein, um die Endrunde zu erreichen. Nicht gut genug? Ja. Also dachte ich, ich könnte helfen, indem ich eine noch stärkere Technik erschaffe als die magische Faust. Deshalb bin ich hier. Naja, ich habe schließlich alles versprochen. Ich habe mir geschworen, dass wir die Endrunde erreichen und Weltmeister werden. Eher Jugendweltmeister, aber Weltmeister. Ja, das hast du wohl getan. Excel? Du bist doch hier, um zu trainieren, oder? Dann lass uns anfangen. Etwas Training würde mir auch nicht schaden. Tada! Wow, geil! Was ist denn los, Excel? Mit deiner Ballkontrolle scheint irgendwas nicht zu stimmen. Was geht denn ab? Tut mir leid. Vielleicht kommt dann Kampfreis raus, als wir jetzt. Aber ich glaube eher nicht. Vorsicht, Mark. Der See. Platsch. Mark. Jetzt ist er feucht. Hachi! Entschuldige, Mark. Das war wohl meine Schuld. Mach dir nichts draus. Hast du das gesehen, wie ich ihn gefangen habe? Der Ball hat für mich geglüht. Ich habe irgendwie so gemacht, als würde ich ihn mit der Faust in den Boden rammen. Ich wünschte, du hättest es auch gefühlt. Interessant. Bei der magischen Faust triffst du den Ball frontal. Stimmt's? Vielleicht weißt du jetzt, wie du sie verbesserst. Also nach oben. Du könntest recht haben. Los, versuchen wir es nochmal. Also die magische Faust nach unten. Hachi! Mark, geht es dir gut? Hops. Hey Mark, da bist du ja. Oh, du bist ja auch hier, Excel. Hallo. Was gibt es aus der... Hachi! Meine Güte, du bist der Katschnass. Du bist heute am See schwimmen gewesen. Das ist aber echt sauer. Bei dir ohne und...
weil du ohne zum Essen weggelaufen bist und niemand Bescheid gesagt hast. Oh, nein, das habe ich völlig vergessen. Jetzt bin ich völlig. Darum kümmere ich mich, Mark. Du musst ja erstmal nach Hause oder sonst aus der Kleidung raus. Du hast recht. Das sollte ich tun, Pippa. Jetzt ist es mir plötzlich ganz schön kalt. Bis später. Oder du siehst dich hier aus. Wahrscheinlich nichts. Ist ja kein Schonenei. Oh, Axel. Es gibt etwas, worüber ich mit dir sprechen wollte. Würdest du vielleicht mit mir zusammen eine Spezialtechnik einstudieren? Auch so ein nicht so ganz harmonisierendes Pärchen. Die beiden, aber vielleicht klappt's ja. Ich dachte nur, wenn man es echt anstrengen. Könnte man eine unschuldbare Kombination aus Jadetiger und Feuersturm kreieren. Den Jadesturm oder den Feuertiger? Feuertiger hört sich ziemlich cool an. Wenn er will. Hört sich noch keinen guten Plan an. Mal sehen, ob uns was Unschlagbares einfällt. Juhu! Ich wusste es. Ich wusste, du würdest ja sagen. Klasse. Wir sehen uns morgen beim Training. Woo! Du kannst die Excel jetzt wieder in dein Team aufnehmen. Willst du das? Ja, warum nicht? Dann komm mal wieder rein, wenn ich dich finde. Da. Einmal du und raus bis Centa. Bist du in der Mannschaft drin? Raus mit dir. Vielleicht später, aber derzeit. Ah, nee, von den Werten her. Passt es doch hier einigermaßen ganz gut. Hier wird ein bisschen Körpereinsatz, aber ansonsten bin ich schon ganz zufrieden hier. Hier Aufleitung, ein bisschen Kampfgeist, aber sonst. Noch Schnelligkeit, Ballkontrolle, also es gibt noch ein paar kleine Baustellen, aber im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden. Mhm. Baba, geh heim und zieh dich um. Das machen wir ganz schnell. So, ins Wohngebiet. Alle folgen wir nach. Und gucken wir beim Umziehen zu. Kann ich hier rein? War ich da schon mal? Nö, dir fehlt der passende Schlüssel. Oder auch nicht. Hallo. Wuff, wuff. War ich hier schon im Garten? Weiß ich, ob ich überall schon war. Nö, da war ich schon mal. So. Dann auch zu meinen Eltern. Hallo. Hallo? Brrr. Marc, was ist denn in dich gefahren? Zieh dich nur an. Du bist ja komplett durchnässt. Ab in die Badewanne mit dir. Da wirst du wieder trocken. Ja, Mama. Kannst du währenddessen meine Kleidung in die Wäsche tun? Um mir ins zauberhaften Training anzubringen? Danke. Woo! Sexy! Opa. Wir stehen im Entscheidungsspiel der Asienqualifikation. Ach, eine Asienqualifikation hieß das. Genau. Wie findest du das? Genial, oder? Aber der Trainer sagt, dass wir in unserer momentanen Verfassung die Endrunde nicht erreichen werden. Also dachte ich, es würde uns helfen, wenn ich eine neue Technik lerne. Wie siehst du das? Es sollte funktionieren, oder? Nein, wird es nicht. Marc. Warte mal für einen Moment hier. Gute alte Harry. Dieser Brief ist für dich. Es steht kein Absender drauf, aber sag deiner Mutter nichts davon, okay? Es sieht aus, als wäre. Das kann doch nicht. Das ist doch. Die Handschrift. Es ist dasselbe wie ein Opas Notizbuch. Nein, oder? Ist der Brief wirklich von ihm? Ein Brief von seinem Opa. Interessant. Meine Güte, Opa. Bist du wirklich am Leben?
kann nicht sein, oder? Wenn du am Leben wärst, dann hättest du dich sicher gemeldet. Und wie? WhatsApp vielleicht? Opa, ich muss weg. Bis später. Mein Opa. Ja, dein Opa. Was machst du da, Marc? Steh dir nicht so nutzlos rum. Dein Team erwartet dich. Zum Abendessen im Wohnheim. Okay, was? Oh ja, alles klar. Bis später. Hol dir Essen in der Wohnheimkantine. Weil da hass Essen zu Hause so scheiße schmeckt. Oder meine Mutter keinen Bock hat zu kochen. So, hierhin. Mach ich noch ein kleines Match. Jo, anscheinend schon. Kleines Abschiedsmatch gegen... Oh, Gnu ist neu. Von den Spitzkickern. Oh, guter Winkel mit Kometenball. Müsste schon ganz gut klappen. Iron Side. Hau doch drauf. Und... Boom! Ins Tor. Das sah schon ganz schnicke aus. Müsste auch für jemanden nur 5 Erfahrungspunkte. Dachte, Rosa wird bald dran, aber nee, noch 100, das dauert noch ein bisschen. Weil wenn ich hier trainiere. Ah gut, dann gestern wir noch was und dann war's das schon für heute. Ein schneller Hops. Und das war's schon. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Genau, da kann ich jetzt auch schon bei 2 gucken. Mit der etwas stolz wirst du sie schon finden. Hier habe ich auch noch ein paar Voraussetzungen, die ich noch nicht erfülle. Okay. Wollte ich auch mal ganz kurz gucken. Für Ultimate ein bisschen vorbereiten. Jo, passt schon. Habe ich hier schon jemanden abgeworben? Oder geht da noch nichts? Ah, das war's, genau. Hier habe ich auch schon ein paar Säcke. Habe ich noch nicht. Also Sagaminata. Hole ich hier vielleicht noch ein paar neue dazu? Keine Ahnung. Hellertschien vielleicht. Ich glaube, der war gar nicht mal so schlecht. Den hatte ich auch bei Explosion. Gut, das könnte ich eigentlich auch offscreen machen. Wäre jetzt nicht gerade so spannend. Oder eine dieser Randgruppierungen. Gibt es auch ein paar relativ gute. Mal gucken. Erstmal nicht. So, dann. Oder ist hier noch was schnell? Na gut, ich mache schon den nächsten Part. So, mit dir konnte ich die Mannschaft umstellen, oder? Genau, das war hier das Zeug, genau. Dass ich wieder geistig hier drin bin. Ich drücke derzeit alles bei Inazuma Eleven kreuz und quer durcheinander. Aber gut. Wie wird es dann weitergehen mit dem Essen und wie es dann weitergeht mit den verschiedenen Gruppierungen mit den Spezialtechniken? Und ob Marc vielleicht auch noch was Neues lernt mit den magischen Faust nach unten irgendwie. Magischer Fist of the Bottom Technik oder so. Und ob Marks Opa vielleicht doch noch lebt, das wäre ziemlich krass. Das sehen wir dann alles eventuell im nächsten Part. Also, danke fürs Gott, macht er sich breit. Danke fürs Zugucken. Ach, und bis zum nächsten Mal. Hier ist die Kantine, genau. Kann ich hier schon reinstellen? Ich stelle mich hier mal hin. So, gut. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.